Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Und wie ihr schon sehen könnt und von vielen anderen YouTube-Videos, der kann es wahrscheinlich. Wisst ihr, was das jetzt ist? Und ihr wisst, es ist egal. Game Freak präsentiert. Ja, das Intro finde ich so ein bisschen like. Also das schaue ich mir an. Hope! Ich komme zu einem neuen Projekt, boah, ich bin so aufgeregt. Ich spiele das Spiel blind, 100%ig blind. Und ja, einen Moment kurz, ich muss kurz die Configuration anstellen. Okay, habe alles eingestellt und jetzt kann es endlich losgehen. Oh Mann, ich bin Junge. Und das ist eine heiße Princess. Professorin, die Princess. Die ist wirklich schön und heiß. Ja, das Pokémon, das ich nicht weiß, wie es heißt, da ich mich nicht beschäftigt habe mit den ganzen Infos vor dem Game. Also könnt ihr von mir bitte nicht erwarten, dass ich jetzt weiß, wie das Pokémon heißt. Und wie man lang muss, also ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe nur Bilder gesehen von der Brücke da von der Stadt, mehr nicht. Ja, und halt das Sekron, Rishon, Zoroa, Mittelstadt, mehr weiß ich nicht. Ja, ist klar, Professorin, ich will natürlich auch mal kennenlernen. Ja. Und was bin ich wohl? Junge, Mädchen. Ich bin ein Junge. Das sieht schön aus. Mhm. Und ich heiße A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So, warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. E, F, G, H, I, M, L, A, W, M, I. Ja, das stimmt. Okay, das heißt Leine. Das da. Was ist mir das? So in ein paar Jahren. Ich hab keine Ahnung, ob das Leine heißt. Nein, wir nehmen nicht den geringsten. Ist egal. Tja, mich schreiben gerade Leute in Skype an. Ich kann wirklich gerade nicht zurückfahren, wenn ihr das seht. Tut mir wirklich verdammt leid. Spring. Komm. Wow. Das ist wirklich genial. Pokémon Pocket Monster Light Version. Wow, also wirklich, das ist awesome, das Spiel. Das Spiel an sich ist total geil. Ich fand es am Anfang immer scheiße, ist auch nicht so. Aber die Pokémon an sich gefallen mir jetzt nicht so. Aber ich meine, schaut euch mal das Spiel an, die Häuser, die Details, die Wand. Also wirklich awesome. Oh, hallo. Mein Gott, wow, ich habe ja hier eine Plasma-Ferse, die Wii läuft. Wir gehen mal weg. Oh, da kommt jetzt eine schöne Freundin von mir. Lalala, das ist Tobi. Genau. Ah, jo. Sehr schön. Okay, bevor es mich den Kampf heraus, hoffe ich jetzt mal. Ich glaube, in diesem Becken sind da schon mal drei Pokémon. Ich habe noch keine Bilder davon angeschaut. Ich werde mir von meinen Abonnenten natürlich die anschauen. Ich habe noch einen Abonnenten, der das macht, das ist der Joker 100. Von dem werde ich es mir natürlich anschauen, aber ich habe es noch, bin ich noch nicht dazu gekommen, es mir anzusehen. Mhm, hier sieht jemand eine Karte. Ich kann natürlich nicht lesen, was da steht. Oh, ein bisschen drinnen. Ja, ihr seht es doch nicht. Drei Pokébälle. Jetzt seht ihr was. Nein. Entweder das. Ich nehme das Wasser-Pokémon. Wow.
Nein, das war der Pokémon. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ordentlich doof. Ja, dann nehmt ihr euch euren Pokémon und dann lasst es kämpfen. In meinem Zimmer wird das gekämpft. Was zum Henker ist los? Ah, Mist. Ja, ich würde. Wow. Limey versus irgendwas. Genial, da steht auch die zum Kampf hinzu. Das Spiel ist wirklich genial. Hier komm ich! Los, mein Pokémon, dass ich den Namen nicht kenne. Fight, okay, das sieht man aus wie Decknamen, dann gerade nur mit Decknamen. Yes. Ja, okay, es ist. Wow. Aber die Kampfanimationen sind immens genial. Wir gehen vor. Das Schweine-Pokémon zieht ein bisschen mehr ab, wie ich ihn. Oh, es ist schon ein geiler Bereich. Noch zwei Meter, dann dürfte es down sein. Und ich hoffe jetzt mal auf ein Crit von mir. Ja, es zieht tatsächlich viel mehr ab. Aber da ich schnell ab bin, werde ich trotzdem nicht gewinnen. Naja, hoffe ich mal. Wow, mit 2 KP. Und jetzt Bärs in your face! Bitte, jetzt nicht vorbei. Ha! Dankeschön. Okay, dieser Kampf ist gewonnen. Ja, also ich habe die gebatchte Version, also bekomme ich EP. Also die Faust kann ich dann trainieren. Mhm. Wow. Das finde ich so genial. Das Spiel ist. Hä, der Fernseher ist plötzlich aus. Ist er etwa kaputt? Fragezeichen. Das Spiel ist genial gemacht, wirklich. Ihr seht ja auch hier überall die Fußabdrücke in den Wänden und so. Also wirklich Kompliment an Nintendo diesmal. Ich habe mir gedacht, am Anfang das Spiel ist so scheiße. Ich werde das nie let's playen, aber jetzt. Irgendwie habe ich Positives davon mitgenommen. Ja, ich habe in der Schule nur noch an das Spiel denken können. Ich denke in der Schule nur an solche Sachen. Also nicht, dass ihr denkt. In der Schule bin ich voller Strom. Genau, das bin ich nicht. Ich bin letztes Jahr geflogen, also 6 geblieben. Und deshalb. Und jetzt habe ich auch entschieden, dieselbe Schule zu machen. Irgendwie habe ich mich umentschieden, jetzt werde ich Schule wechseln. Genau, ich wechsle jetzt die Schule, damit ich zu meinem Freund gehen kann, weil ich bin in einer. Weil ich jetzt sitzen geblieben bin, bin ich jetzt in einer Klasse mit allen Jüngeren und das sind so Spastis, die wirklich Spackos sind. Dann wechsle ich Schule und somit zu meinem Freund. Und ich habe wirklich nicht Lust, ganz allein jemand zu sein. Und ja, deshalb werde ich jetzt wechseln und wir kommen zurück zum Thema. Pokémon heißt das, das heutige Thema. Und nach diesem Kampf werde ich wahrscheinlich speichern und den Part schon beenden, da ich jetzt Fußball habe und Fußball spielen. Ich werde euch dann den zweiten Part berichten, wie viel es ausgegangen ist. Oder ich werde euch. Da wurde die Bosen, aber ich werde vom Laufen haben. Dann los! Ich habe plötzlich wieder volle EAD und volle KP. Komisch, aber es ist schneller und ist verdammt stark. Scheiße. Na gut, da werde ich jetzt sowas überlegen. Wahrscheinlich, also ich denke mal, ich meine, das ging mit einem anderen 10 KP ab. Wahrscheinlich ein Crit oder sowas. Überblick, ja, jetzt gehe ich wahrscheinlich nur down. Könnte ich mir halt jetzt denken. Und jetzt Angriff. Wieder Überblick, ja, jetzt beim nächsten Angriff. Wenn es jetzt angreift, bin ich down. Das sieht mir locker 10 KP ab mit seinem Angriff. Wenn er zweimal geboostet hat, ja. Er hat doch nicht gedacht, dass er jetzt nochmal Überblick kann. Nice, ich war schneller. Und mach Level up. Na, das ist mal geil. Dankeschön für den netten Kampf, Brillenträger. Weiß ich nicht deinen Namen. Und auf jeden Fall habe ich auch ich diesmal gewonnen. Das ist jetzt nicht so gut gemacht, dass plötzlich die Spuren immer noch dieselben sind.
aber naja. Was soll's, Leute? Ich bin jetzt hier meinen Bart. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, hier sind die egal, die Animation ist, wie man speichern will. Ich hoffe, jedenfalls sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ihr abonniert mich fleißig. Nein, abonnieren ist mir nicht nur so eine Sache. Ich fühle mich geehrt, wenn ihr mich abonniert. Müsst natürlich nicht. Ja, also, das ist natürlich geil. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.